Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein kleines Trainingsvideo mit Raven, denn er hat so zwei, drei kleine blöde Angewohnheiten. Immer wenn er vor was Angst hat, dann bellt er. Und ja, beim Staubsauger dreht er dann völlig durch. Und deswegen habe ich das Staubsaugertraining entwickelt. Ja, und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Hier ist etwas von seinem Futter und davon nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen was raus. Ungefähr so viel. Und die werde ich jetzt auch gleich nochmal verkleinern. Dann nehme ich mir jetzt einfach so ein Messer und schneide die ein bisschen kleiner. Das ist übrigens jetzt kein Leckerli, sondern von seiner normalen Futterration. Jetzt habe ich hier den Übeltäter, den Staubsauger. Ich weiß nicht, ob er den jetzt überhaupt angreift. Er setzt sich schon hin, das habe ich ihm nämlich beigebracht, dass er sich hinsetzen soll und eben nicht zum Staubsauger gehen soll. Normalerweise würde er jetzt, wenn man so macht, zum Staubsauger hinrennen und ihn anbellen. Und ich habe ihm eben beigebracht, sich hinzusetzen oder hinzulegen und ruhig zu bleiben. Und den Abstand, in dem er dann Leckerli bekommt, wird immer vergrößert. Und die Futtermenge, die er bekommt, wird auch verkleinert, sodass man es irgendwann hoffentlich gar nicht mehr braucht. Raven, sitz. So, und dafür, ich kann das gerade schlecht machen mit einer Hand, kriegt ihr dann mal ein Leckerli. Also normalerweise gebe ich ihm mit der Hand, in der ich jetzt die Kamera halte, das Leckerli. Das geht jetzt aber ein bisschen schwer. Ich nehme das jetzt mal hier zwischen zwei Finger noch. Sit. Sit. Ja, fein. Also mir geht es grundsätzlich nicht darum, dass er die ganze Zeit brav da sitzt, wobei er das echt sehr gut macht, sondern mir geht es einfach darum, dass er nicht mehr den Staubsauger anbellt. Und wie man sieht, es wird immer, immer besser. Er macht es echt super und ich bin echt richtig zufrieden mit dir. Gell, mein Schatzi? Ja. Ja. So, dafür kriegt er jetzt auch nochmal eine Belohnung. So. Und generell, so Training mache ich dann halt einfach mit einem Teil von seinem Futter, dass er das eben lernt. Falls ihr auch so ein Problem haben solltet, würde ich euch das wirklich empfehlen. Und dann könnt ihr mir ja mal gerne schreiben, ob das so funktioniert hat.
Wichtig ist halt, dass euer Hund zuerst sitzen kann und dass ihr das ihm beibringt und dass er dann halt am besten auch sitzen bleibt. Am Anfang braucht ihr definitiv mehr Futter wie später. Also ich habe jetzt nicht so viel gebraucht, aber ihr werdet da bestimmt am Anfang mehr benötigen. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.